Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nintendo News. Und wie jeden Sonntag gibt es hier die aktuellsten Themen über euren Lieblingskonsolenhersteller. Wenn ihr also nichts verpassen wollt, dann gerne ein Abo dalassen und den Daumen nach oben. Und dann legen wir jetzt los mit der News. Ja, 2020 war ein ganz schön schwaches Jahr für Nintendo. Es kamen zwar ein paar großartige Spiele, wie zum Beispiel Animal Crossing, worauf wir noch zu sprechen kommen, aber so richtig laufen wollte es nicht mit dem Software-Output. Und auch zu Weihnachten wird es nichts weiter geben außer Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Und ja, das weiß auch Nintendo und deswegen starten sie jetzt eine umfangreiche Werbekampagne, die sich nennt Nintendo Switch My Way. Und ja, was soll man dazu sagen? Natürlich muss man jetzt nochmal die Werbetrommel rühren, aber ich glaube, die Nintendo Switch hat sowieso keine großartigen Probleme mit der Nachfrage der Konsole, denn laut Gerüchten soll jetzt auch Sharp in das Ganze eingestiegen sein und selbst in der eigenen Fabrik in Malaysia Switch-Konsolen produzieren. Ob das jetzt so stimmt, wissen wir zu dem aktuellen Zeitpunkt noch nicht, aber vielleicht kriegt man damit ja mal endlich die Lieferengpässe behoben, denn die Nintendo Switch ist in vielen Ländern einfach mal ausverkauft und ja, das zeigt auf jeden Fall, dass das Interesse immer noch groß ist. Ich hoffe bloß, dass Nintendo jetzt den Anschluss nicht verliert mit der neuen Konsolengeneration, aber ich gehe mal fest davon aus, dass wir mindestens noch ein Jahr oder anderthalb Jahre stabile Switch-Verkäufe erwarten können. Aber was ist denn nun mit neuen Software-Titeln? Wird 2021 besser werden? Das wissen wir natürlich momentan noch nicht, denn die Corona-Pandemie wird nicht so einfach verschwinden. Aber wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass man sich einiges fürs nächste Jahr aufgehoben hat. So hat Emily Rogers jetzt bestätigt, beziehungsweise vermutet zumindest, dass Zelda Breath of the Wild 2 nächstes Jahr erscheinen wird. Ob wir noch davor Gameplay-Material zu sehen bekommen, wissen wir nicht, aber es könnte ja sein, dass bei den diesjährigen Game Awards am 10. zum 11. Dezember etwas gezeigt wird. Ich würde mich auf jeden Fall darauf freuen, ich hätte Bock darauf und die Game Awards sind auch in den letzten Jahren eine gute Show geworden für Neuankündigungen. So wurde da zum Beispiel die Xbox Series X das erste Mal gezeigt. Auch Pokémon Snap soll noch nächstes Jahr kommen, also zwei Titel, die heiß erwartet sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber auch von Drittherstellern werden natürlich weiterhin Spiele kommen, so zum Beispiel angeblich Resident Evil Revelations 3. Das von Capcom produzierte Spiel soll sogar eine ganze Besonderheit haben, denn die Nintendo Switch soll hier offensichtlich die Lead-Plattform sein, also die Konsole, auf der man das Spiel zuschneidet und dann wird es einfach auf die anderen Konsolen mit vielleicht ein paar neuen Effekten rübergetragen. Ja, wir dürfen gespannt bleiben. Es wäre ja eine logische Entscheidung, denn Resident Evil Revelations hatte seinen Ursprung auf dem Nintendo 3DS, da wollte Capcom damals zeigen, was mit dem Gerät möglich ist und kam dann erst später für andere Konsolen. Es könnte also sein, dass sich hier die Geschichte wiederholt. Aber kommen wir mal zu ein paar harten Fakten und ja, auch die brauchen wir natürlich in dieser Nintendo News. Und zwar gibt es einen neuen Patch für 51 Worldwide Games und zwar die Version 1.1.3 behebt einige Fehler, wenn ihr euch im Multiplayer verbindet. Da könnte es nämlich durchaus sein, dass die komplette Switch abgestürzt ist, was ein kurioser Fehler ist, aber ja, Nintendo und Multiplayer, wir kennen's ja. Aber kommen wir mal zu einer Tatsache, die mich immer wieder verblüfft, und zwar alte Spiele und in letzter Zeit natürlich auch Pokémon-Karten. Und während wir damals unsere Booster-Packs für ein paar Euro aus dem Zeitschriftenladen geholt haben und die fleißig gesammelt haben, sind die mittlerweile richtig Kohle wert. So haben sich einzelne Karten in letzter Zeit für Unsummen verkauft und jetzt ist das nächste auch noch über den Ladentisch gegangen, wo ich dachte, da weiß man noch nicht mal, ob da eine wertvolle Karte drin ist. Denn ein komplettes Pokémon Booster Pack, also das heißt die Pappverpackung, wo diese Kartenpacks drin sind, wurde jetzt verkauft für $360.000. Und da weiß man, wie gesagt, noch nicht mal, ob da eine besondere Karte drin ist, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein dürfte. Aber das ist schon eine krasse Nummer auf jeden Fall, welche absurden Züge diese Pokémon-Karten langsam abgenommen haben. Aber es gibt noch einen weiteren Rekord. Nachdem der Hype um Animal Crossing so ein bisschen abgeflacht ist, hat man ja nicht mehr so viel gehört von dem Spiel. Aber es gibt ein paar neue Fakten und Zahlen. Denn in Japan hat sich das Spiel in Rekordzeit innerhalb von knapp 4 Monaten über 6 Millionen Mal verkauft. Und da ist nur die physische Version mit gemeint.
Und das ist echt heftig. Die letzten Nintendo-Zahlen sprachen von knapp 22 Millionen Gesamtverkäufen. Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel jetzt schon langsam an den 30 Millionen kratzt. Und das ist eine krasse Sache auf jeden Fall. Da hat Nintendo aufs richtige Pferd gesetzt. Animal Crossing hat damit auch Pokémon Gold und Silber eingeholt und hat damit einen ziemlich krassen Rekord geschlagen. Denn wie gesagt, während Animal Crossing nur 4 Monate gebraucht hat, Pokémon Gold und Silber haben dafür 13 Monate gebraucht. Und damit hat Animal Crossing den 2. Platz aller meistverkauften Spiele in Japan. Davor sind eigentlich nur Pokémon Rot und Blau. So, es gibt natürlich auch diese Woche wieder ein paar Neu- und ein paar Budgetempfehlungen für die Nintendo Switch. Und die sind ein bisschen besonders, denn die Neuerscheinungen sind tatsächlich billiger als die Budgeterscheinungen. Aber fangen wir einfach mal von vorne an. Bei den Neuerscheinungen. P-Cross S5 für 9,99. Das bekannte Puzzle-Gameplay kriegt einfach nicht genug und bekommt immer mal wieder einen Nachfolger. Sollte man sich als P-Cross-Fan auf jeden Fall geben. Das zweite ist, was ich persönlich viel ansprechender finde, für 6,59 die Alto Collection, die einfach mal alle Spiele der Serie zusammenfasst. Und die setzt vor allem auf Atmosphäre, vor allem wenn man sich den Trailer hier mal einzieht. Doch auf einfach mal zu den Budgettiteln und da gibt es eine ganze Menge zu berichten, denn dieses Mal habe ich mich eher so in den AAA-Sektor gewagt und da gibt es ein paar coole Angebote bis zum einschließlich 3. Dezember, denn da sind die Black Friday Sales zu Ende. Starten wir erstmal mit Nintendo, die verkaufen nämlich jetzt im eShop Link's Awakening, das Remake, für 39,99. Zum selben Preis bekommt ihr übrigens auch Xenoblade Definitive Edition und Xenoblade Chronicles 2. Jeweils, wie gesagt, auch 39,99. Ein bisschen günstiger und dafür mehrere Spiele in einem Paket bietet Take-Two an, denn als erstes kommt da die Borderlands Legendary Edition für 29,99 und in dieselbe Kerbe schlägt Bioshock The Collection für 29,99. Also auch hier gibt es eine ganze Menge zu spielen für einen relativ günstigen Preis. Wer aber ein bisschen länger spielen will, auch ebenfalls für 29,99, der kann sich jetzt aus dem eShop das altbetagte Skyrim besorgen. Allerdings war es damit noch lange nicht genug, denn tatsächlich gibt es noch weitere Spiele und noch günstiger. Spyro Reignited Trilogy gibt es für 20 Euro, exakt auf den Cent genau. Und ihr könnt damit die ersten 3 Teile von Spyro spielen in einer perfekten Neuauflage. Der gleiche Preis gilt übrigens für Crash Team Racing und auch hier bekommt ihr eine sehr, sehr gute Neuauflage für 20 Euro spendiert. Wenn ihr es noch günstiger braucht im AAA-Segment, Mortal Kombat 11 kostet derzeit 11,99 €. Alles im Nintendo eShop. So, das war es dann auch schon mit der Nintendo News. Ich hoffe, es wird nächstes Jahr endlich mal wieder ein bisschen spannender, aber ansonsten gibt es natürlich auch wieder nächsten Sonntag die neue News. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.